Wenn die Blüten der Rosskastanie langsam verblühen, zeigen sich die der Robinie. Die weißen, manchmal auch gelblichen oder rosafarbenen Blüten hängen in dichten Trauben und verströmen einen starken Duft. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni. Im Herbst entwickeln sich dann die Samen in rotbraunen Hülsen, die mitunter bis zum nächsten Frühjahr am Baum hängen bleiben. Die Robinie wächst als Baum und wird bis zu 25 Meter hoch. Außerdem erreicht sie einen Stammdurchmesser bis zu 1 Meter. Die gefiederten Blätter bestehen aus 9 bis 19 eiförmigen Einzelblättchen und werden bis zu 30 cm lang. Die Robinie trägt Dornen. Der Baum stammt aus Nordamerika und hat sich in West- und Südeuropa verbreitet. Als Zier- und Alleebaum angepflanzt, findet man ihn verwildert an Bahndämmen, Gebüschen und trockenen Wäldern sowie angepflanzt in Gärten. Robinie ist stark giftig. Sie enthält, vorwiegend in ihrer Rinde, giftige Eiweiße, sogenannte Toxalbumine. Kinder, die Rinde oder Samen kauen, sind im Besonderen gefährdet, vor allem, weil die Rinde süßlich riecht und auch schmeckt. Die ersten Symptome einer Vergiftung können schon nach der Aufnahme von 4 Samen nach ca. einer Stunde auftreten. Es kommt zu Übelkeit und Erbrechen, Magenschmerzen, Krämpfen und Durchfall. Der Patient leidet unter Schwindel und starker Müdigkeit, auch die Pupillen können sich weiten. Beim Bearbeiten des Holzes kann es durch Einatmen des Staubes auch zu Vergiftungen kommen. Trotz allem sind Vergiftungen mit der Robinie recht selten. Die Robinie ist auch tödlich giftig für Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Hasen und Kaninchen, aber auch für Meerschweinchen und Hamster sowie für Vögel. Die Vergiftungssymptome sind Speichelfluss, Erregung und danach Teilnahmslosigkeit, erhöhter Puls, erweiterte Pupillen, gelbe Schleimhäute, Magen- und Darmentzündungen mit Krämpfen, Störungen des Gleichgewichts, krampfartiges Zucken, Schädigung von Leber und Nieren, Harndrang und auch Blindheit. Bei Pferden kann es bei langsamem Verlauf zu Hufrehe kommen. Aus dem Zweiten Weltkrieg liegt ein Bericht vor, dass 32 von 120 Pferden in einer Nacht gestorben sind, nachdem sie an ungeschälten Robinienpfählen geknabbert haben, aus denen die Stallungen gebaut waren. Die ersten Tiere waren bereits nach 4 Stunden tot. Nun sind aber die Pfähle vieler Weidezäune aus Robinienholz gefertigt. Aber die Rinde wurde ja vorher abgeschält. Hier besteht im Grunde keine Gefahr, da das Holz auch sehr hart ist. Als Stöckchen sind Robinienäste für Hunde ungeeignet. Das Problem ist nicht unbedingt das Apportieren, sondern das Nagen an der Rinde und natürlich das Verschlucken. Robinie kann aber auch heilend eingesetzt werden. In der Homöopathie verwendet man eine Essenz aus der frischen Rinde bei Übersäuerung des Magens und bei Migräne. Das Robinienholz wird seiner Härte wegen zu Schreinerarbeiten verwendet. Ferner nutzt man es als Bauholz und im Wasserbau sowie in Bergwerken. Den Namen Robinie oder mit wissenschaftlichem Namen Robinia erhielt die Pflanze nach dem französischen Hofgärtner Jean Robin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er erhielt 1601 die ersten Robiniensamen aus Amerika und es gelang ihm daraus, Pflanzen zu ziehen. Der Artname Pseudoakazia bedeutet so viel wie Scheinakazie, da die Robinie Ähnlichkeiten mit afrikanischen Akazienarten aufweist. Den Namen Scheinakazie trägt sie auch heute noch. Außerdem nennt man sie falsche Akazie. Nachdem die Robinie im Jahre 1601 bei uns eingeführt wurde, galt sie zuerst nur als Zierbaum. Im 19. Jahrhundert lernte man dann ihre wirtschaftliche Bedeutung zu nutzen.